Grüße. Ach! Hätte ich einen Handywecker nicht gehabt, ich hätte schon wieder vergessen. Geht's euch auch so, dass ihr ganz, ganz oft vergisst, jeden Tag die Pille zu nehmen zur selben Uhrzeit? Dann habe ich eine super tolle Alternative, die vielleicht besser zu dir passt. Die Welt der Verhütungsmittel ist sehr, sehr groß für uns Frauen. Der Klassiker ist oft die Pille und viele bekommen als erstes auch die Pille verordnet. Aber nicht jeder kommt damit zurecht, unter anderem, weil man jeden Tag daran denken muss. Dafür gibt es aber eine Alternative, zum Beispiel der Verhütungsring. Der Verhütungsring ist eine ganz, ganz clevere Geschichte. Das führst du in die Vagina hinein. Statt 3 Wochen Pille nehmen, lässt du diesen Verhütungsring 3 Wochen in der Vagina, wo er seinen Zauber entfaltet. Der Verhütungsring ist nämlich genauso sicher wie die Pille auch, wenn du ihn richtig anwendest. Wie du ihn richtig anwendest und wie er wirkt, schauen wir uns jetzt an. Also der Verhütungsring, der sieht zwar groß aus, aber jeder kann ihn eigentlich in seine Vagina hineinbekommen, der sonst auch Tampons beispielsweise oder eine Menstruationstasse verwendet. Also, dieser Ring ist ganz elastisch und den dreht man sich hier so zusammen und den schiebt man in die Vagina hinein, wo er dann aufploppt, und zwar so weit, bis du ihn nicht mehr spürst. Also sollst ihn nicht spüren beim Sitzen und Rumlaufen oder wenn du irgendwie Fahrrad fährst, muss komplett für dich unspürbar sein. Und über diesen Silikonschicht gibt der Ring Hormone ab über die vaginale Schleimhaut. Und über die Schleimhaut gelangen die Hormone dann in den Körper. Wenn er gut sitzt, dann kannst du ihn 3 Wochen in der Vagina drin lassen. Wenn die 3 Wochen um sind, gehst du mit den 2 Fingern in die Vagina hinein, hakst ihn so an und flupp, ziehst ihn aus der Vagina einfach wieder raus. Es klingt komplizierter, als es ist. Es ist nämlich super easy. Und der Ring kann nicht irgendwie so weit rutschen, dass du irgendwie nicht mehr drankommst. Du kommst da dran, glaub mir, das ist alles easy und sehr, sehr simpel zu managen. Wie fängt man aber grundsätzlich neu an mit dem Ring? Also, wenn du die Pille bis dahin genommen hast, nimmst du die Pille, machst deine 7 Tage Pause und am Ende der 7 Tage Pause, anstatt eine neue Pillenpackung anzufangen, setzt du einfach den Ring ein. Wenn du jetzt ganz frisch sozusagen anfängst und vorher gar nicht hormonell verhütet hast, setzt du den ein am Anfang deiner Periode. Also quasi, wenn du anfängst zu bluten, schiebst du ihn hoch. Ansonsten ist es so, wenn du ihn 3 Wochen drin lässt, du ziehst ihn raus, machst 7 Tage Pause, in dieser Zeit kommt deine Periode, genauso wie bei der Pille auch. Wieso ist das so? Wenn du deinen Ring rausziehst, entziehst du deinem Körper Hormone und man bekommt eine sogenannte Hormonentzugsblutung. Also man hat eigentlich gar nicht die richtige Periode, sondern der Körper merkt einfach, es kommt einfach kein Hormon mehr an und deswegen blutest du. Und nach 7 Tagen setzt du den neuen Ring ein, egal ob du da noch blutest oder nicht. Und wie bei jedem hormonellen Verhütungsmittel, denk daran, der Schutz ist nicht sofort gewährleistet. Also die erste Woche mal mindestens bitte mit Kondom zusätzlich verhüten. Aber das machst du vielleicht eh, weil der Verhütungsring beschützt nicht vor Geschlechtskrankheiten. Sollte der Ring vielleicht beim Sex rausrutschen oder beim Tamponwechsel oder wann auch immer, dann brauchst du ihn einfach nur abzuspülen und wieder reintun. Aber Achtung, mehr als 3 Stunden draußen verliert der Ring seine Wirkung. Der Ring ist nicht nur super toll, sondern hat natürlich wie jedes andere Hormoncocktail zur Verhütung auch Nebenwirkungen. Und wir schauen uns mal so ein bisschen an. Also als erstes ist es so, wie bei jedem Hormoncocktail gibt es ein Thromboserisiko. Das gibt es schlicht und ergreifend. Und deswegen sollte man schon schauen, ob man eigene Risikofaktoren hat, vielleicht für Thrombosen. Das sind zum Beispiel, wenn man ganz, ganz viel raucht oder wenn man Übergewicht hat oder wenn man älter ist als 40. Ansonsten ist es so, dass der Ring auch andere sehr nervige und doofe Nebenwirkungen machen kann, wie die Pille ja auch, wie beispielsweise Akne, wie Haarausfall, wie Migräne und Kopfschmerzen, wie Libidoverlust. Dann ist es auch so, dass der Ring verloren gehen könnte, theoretisch, wenn der rausfällt. Es gibt Frauen, die jetzt ein paar Kinder geboren haben, wo der Beckenboden vielleicht nicht so ganz so durchtrainiert ist. Deswegen muss man so ein bisschen bei sich gucken. Ein weiterer möglicher Nachteil von dem Ring ist, dass du, wenn du ihn verwendest, vermehrt vaginalen Ausfluss hast. Also, dass die Vagina irgendwie merkt, da ist irgendwie ein Fremdkörper und versucht, den einfach so ein bisschen mit rauszuspülen. Das heißt nicht, dass du eine Infektion hast oder einen Pilz, sondern einfach die Vagina, die da einfach so ein bisschen drauf reagiert. Der Verhütungsring hat aber ganz, ganz, ganz viele Vorteile. Also eins liegt auf der Hand, du musst dich jeden Tag was nehmen. Nichts mit, oh Gott, ich habe die Pille vergessen, wenn du zum Beispiel im Schichtdienst arbeitest. Ein weiterer Vorteil ist, dass du zum Beispiel beim Übelkeit, Erbrechen oder Durchfall das völlig unbeeinträchtigt ist. Also es gibt nichts, was du rausbrechen kannst wie bei der Pille. Das ist bei dem Ring komplett alles völlig problemlos. Der Ring verursacht außerdem, wie viele andere hormonelle Verhütungsmittel, dass deine Periode schwächer kommt und auch, dass die Regelschmerzen weniger sind oft.
Und du kannst den Ring auch kontinuierlich nehmen. Also sozusagen alle 3 Wochen einfach den Ring wechseln und einmal alle paar Monate eine Pause machen, wenn du das möchtest. Also du kannst quasi damit auch deine Periode verschieben oder einfach seltener machen. So ein Ring kostet ungefähr 20 Euro im Monat. Wenn du eine Dreierpackung kaufst, kann es insgesamt unterm Schnitt etwas günstiger sein. Deswegen würde ich direkt dann, wenn du eine große Packung holen. Jetzt haben wir die wichtigsten Eckdaten des Verhütungsrings kennengelernt. Was ganz, ganz wichtig für dich ist, egal wie du verhütest, wähl die Verhütungsmethode, die am besten zu dir passt. Weil jede Verhütungsmethode hat Vor- oder Nachteile und es gibt keine Einheitsmethode, was für alle gut funktioniert. Im Zweifel sprech da mit deiner Gynäkologin drüber. Wenn du noch weitere Fragen hast oder irgendwelche Wünsche zu Themen, Verhütung, Sex, was ihr wollt, schreib mir da eine E-Mail an das Team der DRK Gesundheit. Weitere Themen und spannende Videos findet ihr drüben bei TikTok von Volker und mir bei Dr. Sex. Hattet ihr jetzt genauso viel Spaß wie ich bei dem Video? Dann lasst ein Abo da.